Weiter geht's bei City Skylines. Dankeschön fürs Einschalten und heute machen wir am Flughafen weiter und ich zeige euch mal die Stadt. Bei Nacht haben sich viele gewünscht, deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Und wir machen mal die Anzeige da oben aus, die FPS-Anzeige, obwohl die manchmal sehr interessant ist, gerade auch bei dieser monstermäßigen guten Stadt hier. Aber mit der FPS-Zusatzmod, dass man mehr FPS hat und einem vernünftigen Computer, ich glaube, darauf kommt's an, sieht die FPS-Zahl ganz gut aus. Ich meine, ist halt ein... Ich glaube, das Spiel basiert immer noch auf einem Kern und dafür ist das halt vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ohne die Mod hätte ich so 30 FPS. Und das ist schon krass dafür, wenn man bedenkt, was für einen Computer ich einfach habe. Unglaublich. Ah ja, den Computer findet ihr auf meinem Twitch-Kanal. Link in der Videobeschreibung, da findet ihr eine Infobox und da ist der komplette Computer aufgelistet. Habe ich nur nicht in jedem YouTube-Video, ist irgendwie blöd. So, zum einen Dunkelheit. Das wäre bei Gameplay. Und da macht ihr den Tag- und Nachtwechsel. Ich glaube, dynamisches Wetter finde ich eigentlich auch schön. So, wenn man so alleine spielt, dann hat man manchmal Sturm. Aber ich finde es super unangenehm, wenn man dann zwei Folgen aufnimmt und es ist nur am Regnen. So, ich finde das nicht schön. Also klar, wenn man so für sich spielt vielleicht, oder wenn da mal Nebel ist oder so, dann gehen ja auch die Dinger nicht so ganz gut, haben dann nicht die volle Leistung, aber trotzdem. Bin auch mal gespannt, wie es jetzt aussieht, wenn es Nacht wird, ob wir dann viel weniger Strom hätten. Jetzt gerade haben wir 100%. Oder ob die einen dicken Akku ausgerüstet haben, bin gespannt. So, wo ist der Flughafen denn jetzt hin? Ist er weggeflogen? Hier, das Erste, was bei einem Flughafen fehlt, hier, guckt euch den Scheiß an. Kriminalitätsrate und der andere Kram ist auch viel zu hoch, ne? So gemein. Aber es stört irgendwie nicht bei den Einnahmen. Irgendwie hatte ich das Gefühl letztes Mal, dass dann die Einnahmen zurückgegangen sind. Anscheinend wohl nicht. So, zum einen bauen wir jetzt erstmal einen wunderschönen Zaun. Den gab es mit der letzten Flughafenstufe. Können wir eigentlich hier machen, oder? Obwohl, da geht man rüber. Dann machen wir einmal so, dann fängt der da an. Also irgendwie falsch rum, ne? Ich weiß auch nicht, wie man so einen Zaun dreht. Ne, irgendwie nicht. Warte, ich habe gerade da angefangen und da gezogen, wenn ich jetzt hier anfange. Warte. Und den da ziehe. Ist das auch auf der Seite? Also ich habe keine Ahnung, wie man einen Zaun dreht, ne? Aber scheint nicht so wichtig zu sein. So, 90 Grad auch bei dem Zaun. Ich glaube, einen runden Zaun gibt es gar nicht so direkt, ne? Also klar, könnte man den auch ein bisschen runder vorlegen. Aber ich glaube, ist wie bei einer Seilbahn. Die geht auch nicht rund. Wie will man denn runden ein Seil vorlegen? So... Und es gab mal bei anderen Projekten bei mir, wo ich auch den Flughafen gebaut war, die Bitte, dass ich den Flughafen doch drehen möchte. Oder die Startbahn, weil passt auf, es passiert Folgendes immer, wenn die abheben. Seht ihr das? Es startet und macht sofort einen Schwenker. Da kann ich euch beruhigen, egal wie ihr die Lande- und Startbahn baut, die machen das immer. Egal, wie rum ihr die baut. Ich habe das auch mal extra dann zur Seite gebaut, weil ich gedacht habe, yo, der fliegt jetzt nach da, gedreht, nichts passiert. Weil der dreht jetzt gleich wieder. Also der fährt so im, oder der fliegt halt so im Kreis nach oben. Okay, natürlich jetzt Vorführeffekt. Oder auch der hier, der dreht nach da ab, also absolut weird. So, Zaun am Start, weiter geht's. Gehen wir dann bis hier so vielleicht und dann hier so rüber. Und innerhalb des Zaunes werden wir jeden Baum entfernen. Jetzt können wir hier so rüber. Jetzt sind wir hier an der Straße angekommen. Da können wir echt jetzt genau an der Straße entlang, glaube ich, bauen. So. Warte, machen wir bis hier. Irgendwie. Jo, und dann hier rüber.
Und schon haben wir einen Flughafenzaun. Und komplett falsch rum. Aber ich glaube, er fällt auch nicht so auf. So, Bäume entfernen, die innerhalb des Zaunes sind. Und kleiner Tipp. Es ist keine Nüsse vor einer Aufnahme. Ich mache das jedes Mal, ne? Und dann wundere ich mich, dass ich die ganze Zeit die Körner im Mund habe, ey. Oh, warte mal, die Tiere, ne? Die müsste man eigentlich auch mal entfernen mit einer Mod. Da auch. Das sind alles Sachen, die berechnet werden müssen. Und wenn man die entfernt, hat man vielleicht ein bisschen mehr Performance. Das ist wie bei Minecraft, wenn Leute sagen, ja, die Mod leckt und die Mod leckt. Manchmal ist es nicht die einzelne Mod, die leckt. Sondern bei Modpacks vielmehr der Zusammenschluss aller Modifikationen. Außer du baust wie Gronkh. Das 10 FPS aus, wer es kennt. Da habe ich übrigens auch gespielt in der Welt, by the way. Und hatte das Haus genau unter die Lupe genommen. Und da war einfach nicht so gut gebaut worden. Da war es dann nicht die einzelne Mod, sondern der Baustil an sich. Weil das macht auch nochmal viel aus. Aber das könnt ihr alles auf meinem anderen Kanal sehen. Auch das Let's Play mit Gronkh, by the way. So. Es wird langsam dunkel. Es wird dunkel in der Stadt. Und wir gehen in die Investitionsverwaltung. Und verkaufen schnell Chip Air, weil das macht gerade einen Dip. Verkaufen. Krypto ist gerade sehr weit unten. Bestattungswesen. Verkaufen. Fürsorgefonds. Verkaufen. Komm, Kryptowährung, 500.000 nehmen wir mit. Nicht nur hodeln. Jetzt mal beschleunigen nochmal eben. So, warte. Das geht wieder hoch. Kaufen. Ist gerade im Absturz. Für 45 Millionen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Vielleicht nur für 30 Millionen. Hier. Ne, das war Krypto. Wo war denn die andere? Ah, hier. Chip Air. Gerade mega Absturz hingelegt. 5% nehmen wir mit. Wir kaufen alles. Einfach so ein Minigame, ne? Und in der Zeit, wo wir gehandelt haben, ist dunkel geworden. Guckt es euch an. Warte, wir nehmen mal ganz kurz ein Auto. Und zwar Fiesta Hotel. Los geht's. Warte. Das ist auch geil, ne? Wie der schwankt. Der kippt manchmal echt um. So, meine Damen und Herren. Wir sehen jetzt die Stadt im Dunkeln. Wir fahren jetzt mit diesem netten Donutwagen in die Stadt rein. Die Federung der Fahrzeuge ist wirklich phänomenal, bei allen übrigens. Ehrlich hatte ich gedacht, dass der mal irgendwo abbiegt. Wir sind im Tunnel, sind wieder aus dem Tunnel raus. Was ist da oben? Ist da unser... Ja. Und unser Observatorium war da. Oh, hier fährt er ab. Guck mal. Ja, guck mal, Industriegebiet. Sieht sehr schön aus. Anscheinend rechts vor links. Das müssen wir mal ändern. Und wir fahren jetzt zu unserem Hafengebiet. Also da hinten ist ja der Strand. Ich weiß gar nicht, wie das Gebiet heißt. Haben wir dem einen Namen gegeben? Ich glaube nicht. Beleuchtete Autobahn, so wie es sein muss. Es gibt auch wirklich noch Modifikationen, die so laufen, dass... Oh mein Gott, wir haben maximalen Strommangel. Dass nachts quasi weniger Verkehr ist und tagsüber halt mehr, dass es wirklich so Rush-Hours gibt. Ja, das ist echt schade, dass wir jetzt maximalen Strommangel haben, aber nur kurz wahrscheinlich. Krass, da geht ja alles aus. Als ob... Aber gut, sonst haben wir Fusionskraftwerk, ne? Sonst haben wir einfach Fusionskraftwerk und das sieht dann einfach komplett anders aus. Warte, machen wir mal ganz kurz ein Thumbnail hier, weil wir müssen den Strom wieder anmachen, da haben wir ein Problem. Und dann machen wir hier noch ein Thumbnail von.
Das ist ja gut, Alter. Und jetzt muss er echt wieder einstellen, ne? Sonst ziehen die gleich alle aus und wir haben maximales Problem. Optionen. Ja, das ist das, wenn man halt wirklich nur Solaranlagen baut. Und die dann gar keinen Strom machen, ne? Warte mal, wie viel haben die denn jetzt gemacht? Warte, die wurden wahrscheinlich noch nicht aktualisiert. Ah doch. Ja, wahrscheinlich null, ne? Fehlt einfach super viel Strom. So, jetzt haben wir aber wieder Strom, ne? Die Sonne ist wieder da. Wobei man dazu sagen muss, dass, auch wenn die Sonne nachts nicht scheint, nachts der Energieverbrauch drastisch sinkt. Also klar, nicht in der Abendstunde von, oder im Winter von 17 bis 23 Uhr wahrscheinlich. Da geht es rapide nach oben, weil die Leute mehr Licht brauchen, mehr zu Hause sind, mehr Fernsehglotzen. Und da geht es wahrscheinlich dann hoch. Aber wenn die Leute dann im Bett sind, dann sollte es eigentlich wieder fallen. Dann fällt es einfach so. Das haben wir jetzt hier gemacht. Ich wollte jetzt einmal schauen, kann man normale Straßen hier setzen? Weil ich habe halt auch Gebäude, die man an Straßen setzen muss. Und das wäre halt blöd, wenn man die nicht benutzt. Guck mal, geht einfach gar nicht. Ne? Man kann die nicht regulär verbinden. Kann die so verbinden. Und dann ist es halt eine doofe Straße. Aber ist okay. So, die Straße jetzt in diese Richtung nochmal ganz kurz. So, und jetzt können wir hergehen. Wir haben nämlich ein paar AirPod-Sachen. Kann man gut mit Findit finden. Und wer jetzt sagt so, boah, so AirPod-Sachen will ich auch haben. Boah, cool, wo hast du die denn alle her? Ich habe euch mal eine Kollektion verlinkt. Die ist in der Videobeschreibung, die ist jetzt wirklich in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr viele Sachen hier einfach finden. Flughafen Terminalsstraße. No Parking. Achso, eine Einbahnstraße für Flughafen Terminals. Achso, das ist generell. Gibt's das? Okay, okay. Das ist kein Ding aus meiner Mod. Aus meiner Kollektion. Hier zum Beispiel haben wir diesen Radarturm. Würde man, glaube ich, nicht unbedingt bei Bergen hinbauen. Aber hier so an der Ecke vielleicht. Dann haben wir. Achso, warte, irgendwas Leeres, ne? Das kann man hier dran bauen. Kann man das auch an die regulären Dinger bauen? Nee. Muss man echt nur an die Straße machen. Ich glaube, da fehlen mir echt noch ein paar andere Sachen. Oder ich sehe gerade, da ist. Ah, da ist ein normaler Zaun drauf, ne? Das ist auch blöd. Warum benutzt man da nicht einen Flughafenzaun? Ganz im Ernst. Dann haben wir noch ein Airport-Billboard. Irgendwie sind hier gar nicht alle Sachen drin, die ich eigentlich geholt habe für den Airport. Toll. Guck mal in die Videobeschreibung, wie gesagt, da sind ein paar mehr drin. Ah hier, Airport Blue Sign. Einzeln. Da ist ja hier einmal die Verteilung, wo man herfahren kann. Dann kann man hier sagen, pass auf. Willkommen zum Airport. Genauso wie hier. Dann machen wir hier so eine Kante. Hier auch. Dann weiß man immer direkt, wir sind auf dem Flughafengelände, korrekt. Da sowieso, hier fährt man wieder raus. Hier ist der Parkbereich für den Flughafen. Kann man aber auch nochmal so ein Schild hinstellen, ne? Hätte auch noch so ein grünes. An- und Abflughalle. Kann man vielleicht hier so zwischen machen. Dann weiß man, oben ist Abflug, unten ist Ankunft. Und wenn man hier so herfährt, sieht man es ja auch direkt, ne? Und dann denkt man sich so, oh. Obwohl Flughafen finde ich immer sehr stressvoll. Oh, ein Tankfahrzeug. Oh ja. Hier mal ein Auto hin. Ach komm, hier sind auch noch ein paar. Da nochmal zwei. Sind halt alles so kleine Details, ne? Können auch mal ganz kurz Shift und P. Das heißt, wir können die Fahrzeuge auch näher dran bauen.
Hier zum Beispiel, da parken ja auch noch ein paar Dinger. So, reicht jetzt mal mit Parkdinger. Dann haben wir hier noch einen Airport-Bus. Auch schon sehr oft gehabt, dass man nicht an einem Gate einsteigt, sondern an einem Gate in einen Bus einsteigt und dann mit dem Bus zum Flughafen oder zum Flugzeug fährt. Glaube ich sehr häufig, ne? Also ich muss dazu sagen, ich bin auch schon sehr oft geflogen. Also arbeitstechnisch, YouTube-Gedöns und so, je nachdem, wo man gerade hingeflogen ist. L.A., London, was noch? Paris, obwohl da bin ich auch oft mit dem Zug gefahren, weil ich dachte, der Zug ist einfach viel bequemer. Oder noch zu so ein paar anderen Orten. Ja, eigentlich ist das nur hier, ne? Sind halt auch so Parkboxen. Airport Police. Ach, guck mal, da kommen sie rausgelaufen. Oh, lol. Da sind auch noch Airport-Busse. Ja, das sind alles so Kleinigkeiten, ne? Hier mal eins hin, da mal eins hin. Ich habe mal gesehen, wie ein Auto, ich glaube, es war Absicht oder so, dahergefahren ist. Auf jeden Fall hinter einem Flugzeug hergefahren ist, als das gerade Schub gegeben hat. Das Auto ist einfach weggeflogen. Das war einfach so krass. So, das dazu. Ja, man könnte jetzt noch Beleuchtung vom Flughafen nehmen, was man hier zum Beispiel auf die Wiese packt. Haben wir den noch? Es fehlen einfach voll viele. Hier, das hätten wir auch noch. Da ist aber auch der Zaun dran. Guck mal. Wobei man das lassen könnte. Wenn wir den Zaun jetzt nochmal raussuchen. Weil ich habe da auf meinem Stream Deck, habe ich doch Cities. Den Zaunabteil. Wenn wir dann. Parkzaun ist es nicht. Ist wahrscheinlich der Ölindustriezaun, oder? Es ist der Ölindustriezaun. Perfekt. Ja, dann passt das zumindest einigermaßen noch. So, und Shift P nochmal eben. Dann hier an meinem Stream Deck nochmal Profil wechseln. Dann da rein. Wer das nicht gesehen hat auf meinem Technikkanal, findet ihr ein Video zu diesem Stream Deck gedöns. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. War auch sehr aufwendig. Aber ich finde einfach nicht alle Airport-Sachen, die ich eigentlich hatte. Das finde ich jetzt echt gemein. Obwohl wir bei Feinde drin sind, ne? Und wir alles ausgewählt haben. Warte, wir machen mal Custom. Tankwagen hatten wir. Das hatten wir. Airport. Vielleicht machen wir einfach mal ganz kurz so. Weil so viele Assets habe ich dann ja doch nicht. Und wenn wir nur Custom machen... Wie einfach alle Sachen dann da sind, ne? Auch hier Africa Miniature. Hier, guck mal. Boarding Ramp. Sowas zum... Ah ja, da steht ja kein Airport bei, ne? Cool. Auf jeden Fall blättert da mal durch. Da ist auf jeden Fall nur einiges bei. Hier auch so ein... Hä? So ein Ding zum Saubermachen des Flughafens. Das... Wie heißt das? Des Flugzeuges. Einfach Reinigungsfahrzeuge zur Enteisung. Haben wir. Nächstes Ding. Hier haben wir noch einen Plane Stand. Das geht wirklich auch nur an einer normalen Straße, ne? Hier zum Beispiel, warte. Ort bereits belegt. Wir gucken ihn uns so mal ganz kurz an. Sieht gar nicht so geil aus, wenn man ehrlich ist.
Bediente Passagiere die letzte Woche. Okay, weg damit. Da sind auf jeden Fall ein paar Sachen drin, die heißen halt nur immer anders. Schade, dass man die nicht irgendwie benennen kann und dass man die in eine Kategorie packen kann. Vielleicht kommt das ja bei Teil 2. Dass man hier vielleicht nach Kollektion einfach eingeben kann. Keine Ahnung, Kollektion XY und dann sieht man halt alle Sachen, die man eingeben hat. Hier zum Beispiel auch. Ich hatte hier halt so einen Tower noch rausgesucht. So ein kleines Mini-Tower-Gebäude. Und da ist das Ding auch wieder, das muss halt an der Straße platziert werden, was auch wieder nicht so gut ist. Weil man hat leider nicht so viele Straßen im Flughafenbereich, was sehr, ehrlich gesagt, sehr schade ist. Und ansonsten gibt es halt noch sehr viel, was man hier noch so machen kann. Diese Trailer-Dinger. Dann habe ich hier noch so eine Windhose. Heißt so, oder? Windhose. Ich glaube, die geht aber nicht. Da können die Piloten dann gucken, von wo der Wind kommt. Hier auch. Und da auch noch. So, aber wir haben zumindest einen Haufen Fahrzeuge jetzt am Flughafen. Wir haben weniger gebaut als gedacht, aber mehr als... keine Ahnung. Und das ist jetzt hier auch nochmal so ein Small ATC Tower. Ich glaube, das ist eher für so einen anderen Flughafen. Ich kann das erstmal hier stehen lassen. Dann haben wir hier noch ein kleines Radar aufgebaut. Da ist er. Guck mal, der dreht sich sogar. Das ist echt cool, ne? Das ist so, sowas ist schön. Ausgangsleistung. Hat das Strom? Sehr cool. Windgeschwindigkeit 8. Flugzeugtankstelle. Hier parken auch, aber wir haben jetzt auch diese Flugzeugwische. Auch sehr cool. Nicht schlecht. Und wir sehen, während wir das hier gemacht haben und so ein bisschen die Stadt uns bei Nacht angeguckt haben, sind diese Gebäude bis aufs Maximalste gewachsen. Die sehen echt krass aus, ne? Da arbeiten 21 Leute drin. Hier ist unser Park, hier sind jetzt die kleinen Häuser am Strand. Fußgängerzone ist aufgeploppt, aber richtig hart, muss man sagen. Ich sehe gerade, es sind keine Wand-an-Wand-Gebäude, aber das finde ich auch mal ganz gut, dass es nicht überall gleich aussieht. Hier haben wir nämlich Wand-an-Wand-Gebäude. Die sind dann alle ein bisschen kleiner und passender für die jeweiligen Zonen. Aber das hier finde ich auch mal ganz cool. Sieht vor allen Dingen ein bisschen anders aus und geht halt auch, ne? Und man fährt so oder läuft so auf dem Markt zu, wo immer super viel zu tun ist drin oder super viel los ist. Und auf der anderen Seite ist einfach die Autobahn, ne? Ja, moin. Alles klar, dann mal bis zur nächsten Folge. Tschüss.